Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange. Ich habe gehört, es ist Planschen angesagt. We're in the Otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. I would love a soda, but I'd just get wired. Ach, egal. Go Otters. Go Otters. Otters. Können wir nichts? Ach doch, da. If only I could solve the mystery of the missing cat pics. Belohnung! Verzweifelt auf der Suche nach meinem Rucksack mit Schulbüchern. Achso, das hatten wir schon mal, ne? Ich in einem Tablet, ich brauche diese Sachen für den Unterricht und auf dem Tablet befinden sich unschätzbare Bilder meiner verstorbenen Katze, also persönlich Bares, ohne Fragen zu stellen. Stimmt, das hatten wir schon mal. I hope the otters will survive. Die Erde kann nicht warten, informiere dich, dann leite es weiter. Werde noch heute ein Eco-Freiwilliger. Oh mein Gott, nein. I actually don't have the time to investigate this caper. Vermisste Taucherbrille! Ich gebe zu, ich bin schusselig und habe meine Flexi-Wave Taucherbrille verlegt. Wer sie findet, hat sich ewig währende Dankbarkeit und einen 25-Euro-Gutschein, Dollar-Gutschein für Bean Hip Café verdient. Kontakt Ray Siren, R Siren, Doppelpunkt Black Academy, Punkt ED. Nicht Ed. Okay. Boys or girls? Ui, Boys, of course. Figures. Perv. Let me check to see if the pool's heated. Was ist das? Wohnwagen? Nee. Doch. Nee, doch. Oder? Keine Ahnung. Das hier ist Chloe auf jeden Fall, denke ich mal. Aber wir haben was zu lesen, Leute. Ja. So fanden wir uns im Sancto Sanctorum. Danke an den so gerade eben bestandenen Lateinkurs. Blackwells wieder. Total merkwürdig, nach Mitternacht im Büro des Direktors zu sein und seine Akten und seinen Computer mit Chloe zu durchsuchen. Sie gingen viel zu sehr darauf ab. Theoretisch hätten wir verhaftet werden können. Hilfe. Ich tat einfach so, als sei es eine besondere Episode von Die Zauberer vom Waverly Place. Echt jetzt? Nur zwei komische Sherlocks, die für einen guten Zweck schnüffeln. Yep, das half. Den Beweis fanden wir nicht, dafür aber eine seltsame Zeichnung in Nathans Akte, in die immer wieder Rachel in der Dunkelkammer gekritzelt war. Also ein deutlicher Hinweis, dass Nathan irgendwie darin verwickelt ist. Oder einfach verrückt. Nathans Notiz erwähnte auch David M. Also müssen wir an Davids geheime Akten im Bunker, für einen guten Zweck. Chloe kann's einfach nicht lassen und wollte $5000 Bargeld klauen, das als Behindertenkasse markiert war. Ob das so stimmt? Einen schnelleren Weg in die Karma-Höhle wird's kaum geben, aber es hätte Chloes Schulden bei Frank beglichen. Ich hielt sie auf, aber es stört mich, dass Chloe so selbstsüchtig sein kann. Ich passe auf sie auf, aber ich kann sie nicht alles tun lassen, was sie will. Mad Max, eher Mama Max. Jetzt geht's auf in den Pool. Wollten wir nicht nachgucken, ob der Pool beheizt ist? Oh. I guess somebody forgot their Blackwell spirit. Logans Schließfach. I guess I should consider this evolution. Dana, ich weiß, ich bin ein Arsch, aber ich denke immer an dich. Kuss, Logan. Oh. Boys locker room is right. Alles klar. No worries, it's all bad. Sometimes.
Okay, wo ist Chloe eigentlich hin? Achso, oder sucht sie? Oder guckt sie nach, ob der Dings beheizt ist? This must be for training kids. No way am I touching Zach's jersey. Oh. Zach is really careless. Doesn't he know what happens when I'm around? Hey, danke. Denke gerade an was Unartiges an dich. Cool, was hast du an? Nur meine Kristallkette und mein Handy. Heiß, was hast du an? Bin in der Umkleide, nur mein Trikot, sitze auf meinem Football. Alles klar. Warren Schließfach. Betty developed that in Jefferson's class. But why? Oh, der Typ ist halt echt verknallt in Max. Das ist so niedlich. Some poor hipster lost their vape. Nathans Schließfach. It's okay for Nathan to be hooked on these drugs, right? It's okay for Nathan to be hooked on these drugs, right? Diazepam, Risperidon und was das andere? Schade, das erkennt man nicht. Graffiti hatten wir, das hatten wir. Ah, hier kommt. Ach doch, ich wollte gerade sagen, hier kommen wir nicht durch, oder wie? Victoria loved the D. It's nice to know Victoria loves something besides herself. Was wird wohl das D benutzt? Welcome to 1950. Das finde ich nicht okay. Dana needs a baby daddy. Oh. Das ist, ja. This one is almost empty. The guys must like their pink goo. Mm-hmm. Max Caulfield, moral avenger. Or self-righteous hypocrite. Nee, Rächerin. Eindeutig. Oh. Bros will be bros. 69 reasons to bang Rachel, alles klar. Ich will aber noch mal wissen, was in der Mädchenumkleide so stattgefunden hat. Können wir uns das jetzt hier trotzdem angucken, alles? Bros will be bros. Ich guck mir alles nochmal an. Falls es nicht gespeichert wurde. Max Caulfield, moral avenger. This one is almost empty. The guys must like their pink goo. Das konnten wir nicht angucken, genau. Das hier. Welcome to 1950. Aber eigentlich dürfte das ja gespeichert. Ach, das war. Das ist gespeichert. Presto! Dude, it's getting old. Try and dazzle me with another trick. Nein! So. Boys or girls? Girls, of course. Girls? Ooh la la. Let me check to see if the pool's heated. Jetzt will ich mir das nochmal angucken. The wit, it burns. A bus ticket? Was she going to run away? Like Rachel Amber? Gadia Bay Buslinien, eine Fahrt nach Portland. 2.10. Okay. Gültig bis zum 31.12. Hey, zu meinem Geburtstag. Yeah. Flippers in a swimming pool? Are they training Navy frogmen here? Those look like the most cozy, comfy towels in towel history. Want? Victoria's Schließfach. So, Victoria's secret is selfies. Go fuck your... No. Jefferson said, don't confuse art with the artist. These are cool shots.
Das kann man auch aufs echte Leben übertragen, so. Oh. Kann ich das nicht? Hä, war hier nicht gerade was? Kann ich das nicht angucken? Ah, eine Socke drüben. Oh. What? Eine Socke? If I could rewind back to the 1940s, I'd get in serious trouble. Mädchen können auch schwimmen. Schwimmunterricht für junge Damen. Blackwell Schwimmbad, 2. bis 10. Mai. Ist ein bisschen her, glaube ich. Mal hier. Those are some musty ass old shirts. Yuck. Ja. Wenn die schon stinken? Essen stehst du? Brooks. Oh. Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren. Tja, jetzt gehen wir mit ihr hin. Where does that other sock go? Das ist eine exzellente Frage. Eigentlich. Okay, gucken wir uns erstmal hier drin um. Rachel Abides. Was heißt Abides? I hope so, friend. Huh. Victoria Chase Rules. This isn't a desperate cry for attention or anything. Hm. Sorry, Rachel. Ooh, pink goo. I see why everybody brings their own soap. Hello, gorgeous. You wish, Max. You just look like a snoop. Ach, hallo, Schönheit passt auch. Würde ich jetzt mal so meinen, oder? Oder? Ja, doch, doch, doch. Lass mal hier umgucken, bevor wir mit Chloe reden. Aber wie es aussieht, scheint mir nicht zu sein. Irgendwie scheint mir echt nicht zu sein. Ist ja langweilig. Aber auch nicht raus. Ist auch nichts. Hier hinter vielleicht? Ah! Looks like I'm the Vortex Club Bouncer. Decisions, decisions. Nee. Oder wessen Namen? Unseren? Looks like I'm the Vortex Club Bouncer. Decisions, decisions. Oh, I'm sorry. Your names are not on the list. You'll have to eat shit now. Ah, okay, es ist nicht unser Name, den wir ausradiert haben. Alles klar. Dann ist alles fresh. Ich will natürlich auf der Party sein. Ist aber sonst echt nichts, ne? Hm. Schade. Ach doch. Hi. Just when I thought it was safe to go back in the water. So, und hier ist jetzt nochmal das Jungsdings, ne? Ja. Dann gucken wir uns nochmal schnell die wichtigen Sachen an. Ich weiß halt leider wirklich nicht, ob das alles gespeichert wurde, deswegen. Also, okay for Nathan to be hooked on these theoretisch drugs, weiß sie ja alles. Right? Oder hat ja alles gesehen, sie hat nur die Zeit zurückgespult. This must be for training kids. Aber Zach is really careless. Doesn't bin mir halt trotzdem nicht sicher. Betty developed that in Jefferson's class. Oh, die Zigarette vergessen. Some poor hipster lost their vape. Bitte. Sometimes. Sonst nichts mehr hier vergessen, theoretisch. Ne, doch, die Jacke, genau. Jacke. Somebody forgot their Blackwell spirit. Und Logans Schließfach. I guess I should consider this evolution. Graffiti. Boys locker room is right. Ich will halt auf Nummer sicher gehen, Leute, es tut mir leid. It's nice to know Victoria loves something besides herself. Oh. I bet you do. Okay, das hatten wir beim ersten Mal übersehen, ne? Hm. Gut, dass ich doch nochmal zurückgegangen bin, Leute. This one is almost empty. Max Caulfield, Moral Avenger. Yes. Or self-righteous hypocrite. Bros will be bros. Okay, so jetzt können wir noch nicht mit Dings reden. In case I run out of air, I know where to come.
Look at the baby Halloween pumpkin. Ja, sieht cool aus, ey. Das sieht echt nice aus. Eine Tasse. Coffee and swimming. Good combo. Wunderst du dich nicht, dass da noch Kaffee drin ist? Um diese Uhrzeit? Okay. Yes, we alles klar. Otters. Yeah. Otter Power. So, noch was? Hier sind noch Dummies, alles klar. Don't even think I'm gonna make a move on you. Oh. Die wollen auch Liebe. Now I have the power over light and death. Ah, soll ich wirklich das Licht anmachen? Ich glaube ja nicht. So, the big plan is win. So, ich glaube, das war's jetzt. Reden wir mal mit... ich will das Licht eher nicht anmachen. Dann könnte man es hier drin ja sehen, theoretisch. Ist da oben die Tribüne? Ja, da will ich rauf. Komm ich da irgendwie rauf? Wahrscheinlich über einen anderen Weg. Sprechen. Max, try to find the light for the pool. I want to see the sharks. Okay. Otters don't like sharks. They bite. So do I. Hit that light. Ich muss das Licht anmachen. Du stehst genau davor. Ist doch gar nicht auffällig oder so. Wie schnell sie sich umgezogen hat. What? Time to do or dive, Max. Max, du kannst dein Dings ausmachen. Dein oh, Handy. Yeah, baby. Feels like a hot tub. Too bad you made me feel like the queen of assholes because I wanted that cash stash. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare! Come stop me, hippie. Okay, you asked for it. Why look, an otter in my water. Dun 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 dun. That rhyme. You're so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Thank God. But what if I had? What if Kate didn't jump, but you would be dead? So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me, you would have never discovered your power, right? Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. Hmm. Warren is nice. Nice?
Ouch. That means friend zone. No, he's really cool. It was so sweet when he stood up to Nathan. But I haven't told him about my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other, otter versus shark style. I think I've had my pool experience for the year. Let's jet. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Hide! Ui, Leute, das ist gerade nicht gut. Ich wusste doch, der Kaffee hat irgendwas damit zu tun, meine Haare, Alter. Ich wusste doch, der Kaffee ist noch warm und da ist irgendwer hier Nachtwache schieben und so. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.